Nach dem Tamron immer wieder Objektive mit einer sehr, sehr guten Naheinsteckgrenze auf den Markt gebracht hat, haben sie es jetzt auch geschafft, mal ein richtiges Makroobjektiv auf den Markt zu bringen. Nämlich hier ein 90mm f2.8. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie-Tipps und Tricks, aber Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eingangs schon gesagt, geht es mir heute mal um das Tamron 90mm f2.8 Makroobjektiv. Bevor wir da richtig reinsteigen, aber noch ein Wort vom heutigen Sponsor. Das ist nämlich nicht Tamron, auch wenn ich das Objektiv leihweise kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen habe, sondern das ist der Bildner Verlag. Beim Bildner Verlag gibt es haufenweise richtig schöne Bücher über die Makrofotografie, auch über spezielle Themen, beispielsweise Schmetterlingsfotografie und ähnliches. Hier haben wir jetzt mal vom Jürgen Pangel das Close-Up-Fotografiebuch. Und da ist einfach sehr viel erklärt, wie man an Motive kommt, wie man die dann richtig ausleuchtet, was die richtigen Einstellungen sind. Auch mal hier so ein paar interessante Varianten, wie man einfach mal an so ein Shooting rangehen kann, dass man hier mit Wassertropfen ganz kreativ arbeiten kann. Und dass es halt nicht immer das Ausgefallenste sein muss, dass es nicht immer nur Insekten sein müssen. Es kann auch mal was völlig anderes sein. Und er hat da sehr viel drin, auch hier beispielsweise noch den negativen Raum erklärt. Also wenn ihr euch für die Makro- oder Close-Up-Fotografie interessiert, dann gerne mal beim Bildner Verlag vorbeischauen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, start mal rein in das Video. Wie gesagt, das Objektiv ist mir kostenfrei von Tamron zur Verfügung gestellt worden, aber es geht dann nach dem Review wieder zurück. Es bleibt also nicht bei mir. Das Objektiv ist komplett aus Kunststoff gearbeitet, fühlt sich so an wie ein klassisches Tamron-Objektiv der zweiten Generation. Trotz alledem sehr hochwertig verarbeitet, fühlt sich sehr gut an und ist in den Abmessungen tatsächlich sehr, sehr ähnlich zum 90mm von Sony. Die beiden habe ich da. Ich werde ganz am Ende auch noch was sagen zum direkten Vergleich so ein bisschen. Es kommt aber auch noch ein designiertes Video, wo ich beide mal ausführlich miteinander vergleiche. Das würde jetzt hier ganz einfach den Rahmen sprengen. Das Tamron, wie gesagt, sehr gut verarbeitet, fühlt sich sehr gut an. Mit dabei ist hier noch so eine Streulichtblende, die man drauf machen kann. Und da finde ich sehr schön, dass Tamron gleich ein bisschen mitgedacht hat, weil auch in der Makrofotografie werden relativ regelmäßig mal irgendwelche Filter genutzt. Und da hat man hier die Möglichkeit, mit so einem kleinen Fenster dann innen drin die Filter entsprechend anzupassen. Also schön, dass sie da direkt mit dran gedacht haben. Natürlich ist das Objektiv wetterfest. Wir haben hier hinten dran eine kleine Gummidichtung, so wie wir es von Tamron gewöhnt sind. Also das hier alles ganz normal. Das Objektiv wiegt 630 Gramm und ist 76 x 126 mm groß. Also weder ein Schwergewicht noch sonderlich groß. Wie gesagt, es ist nahezu gleich groß mit dem Sony 90mm. Also da gibt es keine Unterschiede. Wir haben natürlich hinten dran Autofokuskontakte und damit sind wir dann auch in die Bedienung jetzt schon reingerutscht. Das heißt, das Objektiv hat Autofokus. Der Autofokus funktioniert auch. Im Nahbereich habe ich aber das Gefühl, dass er manchmal ein bisschen sucht. Ich blende euch hier auch mal einen Clip über, wo ich es mal gefilmt habe dabei. Fand ich nicht so schön. Das Ganze hatte ich an der A9 Mark III getestet. Also an der Kamera kann es eigentlich nicht liegen. Auf der anderen Seite, um den Vergleich schon mal vorwegzunehmen, das Sony ist halt noch ein Tick schlimmer. Also es ist jetzt nicht so, dass das Tamron hier exorbitant schlecht ist. Das Sony ist nochmal einen Tick schlechter. Und das Tamron ist aber ansonsten, wenn wir jetzt auf normale Distanzen gehen, ist es sehr gut, sehr schnell, sehr treffsicher. Nur im Nahbereich hat es manchmal so ein bisschen Probleme und pumpt da manchmal so ein bisschen. Aber in Summe, es funktioniert. Manuell Fokus ist natürlich auch möglich. Der funktioniert sehr gut. Wir haben hier oben einen sehr großen, sehr gummierten Ring, der recht leichtgängig ist. Kann dann entsprechend über die App bzw. über das Computerprogramm noch mehr individualisiert werden, wie der Ring funktionieren soll. Also das ist sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch dran eine normale Taste, die frei belegbar ist. Die normale Focus-Hold-Taste sozusagen. Und wir können den Fokusabstand begrenzen. Wir können entweder sagen, dass es den gesamten Bereich nutzen soll, dass es nur den Bereich von 0,7 Meter bis unendlich nutzt. Soll oder von 0,7 bis MOD, das ist die Minimum Object Distance, also der minimale Fokusabstand sozusagen. Können wir hier einstellen, ist bei Makroobjektiven relativ üblich. Das Einzige, was man vergeblich sucht, ist eine Umschaltung Autofokus, Manuellfokus. Hätte ich mir noch gewünscht, hätte es aber auch nicht zwingend gebraucht. Dann haben wir natürlich wieder einen USB-C-Anschluss mit dabei und der ist natürlich wie immer ohne Kappe. Leidliches Thema, kennen wir, habe ich in mehreren Videos schon ausführlich darüber berichtet. Möchte ich jetzt hier nicht weiter darauf eingehen. Grundsätzlich Smartphone-Anschluss, wetterfest, alles kein Problem. Ich bin nur ein bisschen skeptisch bezüglich der größeren Objekte, Sand, Wüste, irgend sowas. Aber wie gesagt, soll es jetzt gar nicht so drum gehen. Die Naheinstellgrenze von dem Objektiv liegt bei 23 cm.
gemessen ab der Sensorebene. Und das bedeutet, die Naheinstellgrenze ist relativ genau dort, wo die Streulichtblende endet. Das heißt, wenn ihr wirklich sehr nah ran wollt an euer Motiv, kann es mitunter sein, dass ihr die Streulichtblende dann abnehmen müsst, um hier wirklich an die 1:1 Abbildung ranzukommen. Ansonsten seid ihr immer einen Tick daneben. Ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite hat man so die Möglichkeit, das Objektiv halt noch ein bisschen besser vor Streulicht zu schützen. Ist wahrscheinlich ja so. Ja, Wanderung auf Messerscheide müssen wir jetzt einfach so hinnehmen, dass es so ist. Ich finde es ein bisschen schade, hätte ich lieber gesagt, einen halben Zentimeter weniger bei der Streulichtblende und dafür kann ich dann draufbleiben, auch beim minimalen Fokusabstand. Aber jetzt haben wir schon mal den Fokusabstand angesprochen, natürlich geht es in erster Linie um die Bilder. Das Objektiv ist super verarbeitet, lässt sich toll bedienen, liegt gut in der Hand, macht auch an der Kamera durchaus was her. Und jetzt zeige ich euch einfach mal ein paar Beispielbilder, die ich in den letzten Tagen und Wochen mit dem Objektiv an der Sony A9 III gemacht habe. Viel Spaß! Das waren die Beispielbilder. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Ich persönlich finde, die Schärfe ist schon bei Offenblende im Zentrum auf einem guten Niveau. Blendet man dann ein bisschen ab, wird sie noch mal deutlich besser. Peak haben wir so in etwa bei 5,6 bis 8. An den Randbereichen haben wir einen deutlichen Abfall. Das wird dann aber auch deutlich besser bis f8. Und wenn wir dann weitergehen, wird das immer kontinuierlich besser. Also hier sehr gut gearbeitet in Summe. Und meistens wird man im Makrobereich ja seltenst mit f2,8 arbeiten. Von daher ist das kein Problem, dass wir da noch nicht die Peak-Schärfe haben, sage ich mal. Eine Vignette ist so gut wie nicht vorhanden, auch Verzeichnung konnte ich nicht wirklich feststellen. Die Lensflares sind da, sind jetzt aber nicht so störend, wie ich finde. Der Sonnenstern ist mit 12 Zacken mal ein bisschen was anderes. Muss jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob er ihm gefällt oder nicht. Das Bokeh, da kommt es sehr stark darauf an, wie man das Motiv positioniert. Das reicht von Tamron-typisch, dieses leicht unruhige, bis hin zu wirklich butterweich und sehr, sehr schön. Also ist beides hier möglich. Kommt immer so ein bisschen darauf an, was ihr fotografiert und wie ihr fotografiert. Gerade im Nahbereich ist es meistens aber wirklich sehr schön, sehr butterweich. Chromatische Aberrationen haben wir leider bei Offenblende im gesamten Bild. Das wird dann hinten raus ein bisschen besser. Aber gerade am Anfang sind sie doch recht deutlich zu sehen. Nichtsdestotrotz nichts, was man nicht korrigieren könnte. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam hier zu so einem kleinen Fazit. Kostenpunkt für das Objektiv 699 Euro. Ist ein absolut angemessener Preis in meinen Augen. Wir haben hier eine sehr schöne Schärfe, können hier sehr tolle Makroaufnahmen machen. 1:1 ist möglich, mehr wäre schöner gewesen, ist jetzt hier leider nicht dabei, ist aber auch jetzt nicht in meinen Augen kein Problem. Mir reicht die 1:1 tatsächlich. Ich bin aber auch nicht so der riesen Makro-Fan. Ich nutze es ab und zu mal unter Wasser, habt ihr jetzt hier auch in den Bildern gesehen. War ich mit dem Objektiv auch einmal im Kulkwitzer See bei mir und habe da mal ein paar Bilder gemacht. Da reicht mir das 1:1 völlig. Natürlich an anderen Stellen wäre mehr schöner, aber in Summe haben wir hier ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket und 699 Euro für das Objektiv sind tatsächlich auch nicht viel in meinen Augen. Also alles, was Tamron hier gemacht hat, ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben eine tolle Schärfe, tolles Objektiv. Wunderbar, kann ich euch bedenkenlos weiterempfehlen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie schlägt sich denn im Vergleich zum Sony G-Objektiv? Dazu, wie gesagt, kommt noch mal ein gesondertes Video, hier nur schon mal vorab. Die Objektive als solches sind nahezu gleich groß. Das Gewicht macht auch nicht wirklich einen Unterschied. Das Sony ist aus Metall, hat einen riesengroßen Vorteil und das ist hier die Umschaltung MF-AF. Die finde ich nach wie vor richtig, richtig cool und richtig gut gelungen. Aber die ändert natürlich nichts an der Bildqualität und da muss man tatsächlich sagen, sind die Objektive nahezu gleich auf. Mal ist das eine ein Tick vorne, mal ist das andere ein Tick vorne. Kann auch einfach daran liegen, dass die Fokusebene nicht exakt gleich sitzt. In Summe war aber gefühlt das Tamron öfter ein kleines Tickchen vorne bei dem, was ich bisher gemacht habe. Aber das kann ich euch jetzt, wie gesagt, final noch nicht sagen, weil ich noch nicht durch bin mit dem Gegeneinander-Testen. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. In Summe
macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Hier habt ihr halt die Möglichkeit, mehr FPS zu nutzen. Hier seid ihr begrenzt. Autofokus macht bei beiden keinen wirklichen Unterschied. Bildqualität macht bei beiden keinen Unterschied. Ist am Ende wahrscheinlich einfach eine Frage, wie viel Geld ihr ausgeben möchtet und ob ihr das Sony haben möchtet oder ob euch ein Tamron-Objektiv reicht. In Anführungszeichen natürlich. Und bevor wir dann richtig zum Ende kommen, nochmal der Hinweis, wie gesagt, es gibt jede Menge tolle Bücher beim Bildner Verlag, die sich mit der Makrofotografie oder Close-Up-Fotografie grundsätzlich beschäftigen. Könnt ihr euch sehr gerne mal anschauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Sehr viel sehr schöne, ausführliche Bücher. Und ich wäre dann mit dem Video erstmal am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.